Wie heißt es so schön? Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Was denn für Sorgen? Ja, Kaffee am Morgen verdient. Hey! Was zum Geier? Entschuldigung. Geht's noch? Das war keine Absicht. Was soll denn das? Natürlich war das Absicht. Sie haben meinen Kollegen voll über den Haufen gerannt. Nein, das habe ich nicht. Das war eine Verwechslung. Eine Verwechslung? Ja. Was haben Sie jetzt eigentlich so eigentlich? Ja. Hören Sie mal, guter Mann. Wir sind von der Polizei und ich möchte jetzt Ihren Ausweis sehen. Ja, okay. Mist. Okay. Geben Sie mir den Ausweis. Ja, Michi, checkst du mal eine Person vor uns? Felix Teuchert. Also, mit wem haben Sie mich denn verwechselt? Da war neulich so ein Typ, der hat meine Freundin angebaggert. Naja, dem sehen Sie halt so ähnlich. Dem sehe ich ähnlich, ja? Wieso haben Sie es eigentlich so eilig? Ich wollte zum Bus. Ich muss zur Arbeit. Aha. So geht man also zur Arbeit? Naja, ich bin eben nicht mehr dazu gekommen, meine Hände zu waschen. Aber das mache ich dann gleich in meiner Schneiderei. Da habe ich Handverspannt. Was ist das überhaupt für ein Zeug? Okay. Dank dir. Bis nachher, ciao. Er ist nicht vorbestraft. Ja. Gut, Herr Teuchert, da können Sie jetzt erstmal gehen. Moment. Was mit meinem Kaffee? Ja, okay. Den bezahle ich Ihnen. Ja? Ja. Herr Teuchert, Ihre Personalien haben wir ja. Wenn noch was sein sollte, melden wir uns. Okay. Ja, es tut mir wirklich leid. Das ist dumm gelaufen. Ja. Kann man so sagen. Wiedersehen. Wiedersehen. Und ab jetzt Augen auf. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Wollt ihr denn nicht zur Arbeit gehen? Vogel. Wo habe ich meinen Schlüssel? Sehen wir hier endlich. Ich wollte dich gerade anrufen, Kollege. Entschuldigung, der Bus hatte Verspätung. Hey Doc, was haben wir denn? Ja, ich hab's Michael eben schon gesagt, also die Frau ist etwa 25 Jahre alt. Sie wurde heute Morgen gegen 9 von einem Angler am Siebelfelder See gefunden. Siebelfelder See? Das sind ungefähr 30 Kilometer von hier. Der Kandidat hat 100 Punkte. Ja, wie gesagt, Siebelfelder See, aber dort ist sie vermutlich nicht ermordet worden. Tatort ist nicht gleich Fundort, wir haben Schleifspuren gefunden. Todesursache Erdrosselung. Nach erster Leichenschau würde ich sagen, das Ganze war heute Morgen. Zwischen 4 und 7 etwa. So, schauen wir mal. Also hier, diese Spuren sind relativ auffällig. Sie wurde geknebelt? Ja, das ist anzunehmen. Ganz genau, sie hatte eine ganze Menge Dreck im Gesicht. Den habe ich schon weggemacht, ins Labor geschickt. Stammt wahrscheinlich vom Fundort. Ja, hier die Erdrosselungsspuren. Und dann hat sie an den Handgelenken beidseitig sehr massive Druckstellen. Die stammen von einer Kordel, Seil, irgendwie sowas in die Richtung. Wissen wir schon, wer sie ist? Ausweisdokumente hatte sie keine bei sich. Die Vermisstenanzeigen haben wir gecheckt, da ist sie nicht drunter. Also ein Detail ist noch interessant. Schaut mal hier, das ist relativ selten. Hier, das ist eine Tätowierung. Was soll denn das sein? Ein Osterei oder was? Ja. Ja, das könnte sein. Also die Tschechen, die benutzen so ein Ei als Symbol für Glück, Gesundheit, neues Leben. Wir sollten mal ein paar Bilder von ihr nach Tschechien mailen. Vielleicht kennen die Kollegen sie ja. Ja, Boss. Ja, ich hab den Typen gefunden jetzt. Okay. Okay, ciao. Boss. Willst du echt eine Anzeige gegen den erstatten? Mann, das ist doch nur Arbeit. Alex, ich weiß es noch nicht. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, okay. Ciao, ciao. Ja, ich ruf dich an. Ja, okay, du rufst mich an, noch besser. Gut, tschüss. Nur ein Kumpel. Also, Gerrit, was ist los?
Willst du den Typen echt anzeigen? Ist das nicht ein bisschen albern? Ich weiß es noch nicht. Was hat das denn mit den tschechischen Kollegen ergeben? Also, wir haben denen die Fotos von der Frau gemailt. Und daraufhin rief ein Kollege direkt zurück, der sprach sogar Deutsch. Mit der Frau können sie nichts anfangen, also die kennen sie nicht. Aber dieses Tattoo haben sie wiedererkannt. Das gehört zu einem Frauenhändlerring. Und die kennzeichnen ihre Frauen damit. Ja, Gesundheit, Glück, ein neues Leben. Ja. Das ist im Grunde sowas wie ein Brandzeichen bei Tieren. Das nutzen verschiedene Frauenhändlerringe und markieren so ihre Mädels. Wenn meine abhaut, kann die ganz schnell wiedererkannt werden. Rizka 11? Ja. Ja, der Herr Naseband ist auch da. Kleinen Moment, ich stell durch. Der Kollege aus Prag. Naseband? Ah, Herr Katletsch, hallo. Das ist ja wunderbar. In der Tschechei auch so ein schlechtes Wetter. Aha. Dann schießen Sie mal los. Svo, wo, da, mit SV nehme ich an, ja? Okay, Geburtsdatum. Aha. Alles klar. Ja, super. Wir melden uns vielleicht nochmal. Ansonsten vielen Dank, ja? Tschüss, Kollege. Ciao. Also, unser Opfer heißt Milina Svoboda. Ist geboren am 18.11.1988 in Tschechien. Mal sehen, vielleicht haben wir was über die. Ja, hier beim Einwohnermeldeamt. Die ist gemeldet im Hotel Smetana in der Verdistraße 90. Seit einem halben Jahr. In einem Hotel? Entschuldigung, wo finden wir denn den Ansprechpartner her? Ja, Mädels, geht doch kurz nach hinten. Guten Tag. Wer sind Sie? Worum geht's? Wir sind von der Kripo, Rietz, mein Kollege Herr Grass. Sind Sie der Geschäftsführer? Ja, das bin ich. Was kann ich für Sie tun? Es geht um Milena Svoboda. Milena Svoboda? Da klingelt bei mir nichts. Was soll denn sein mit der Dame? Die Frau ist ermordet worden. Oh, das ist schlimm. Aber wie gesagt, ich kenne die Frau nicht. Oh, das ist wirklich seltsam. Denn die Frau ist seit einem halben Jahr bei Ihnen im Hotel gemeldet. Tatsächlich? Ja. Ich kann ja mal nachschauen. Tun Sie das. Und während Sie suchen, können Sie uns doch vielleicht sagen, wo Sie letzte Nacht bzw. heute in den frühen Morgenstunden waren. Ilona? Fragen Sie Ilona. Wir waren die ganze Nacht zusammen, auch in den Morgenstunden. Das stimmt. Sieht mir alles so provisorisch aus. Es gibt keine Gäste. Und Ihre Zimmermädchen sind ziemlich aufreizend gekleidet. Was halte ich denn davon? Was sollen Sie denken? Sie sind gekleidet, wie normale Zimmermädchen gekleidet sind. Und Sie arbeiten nicht nur hier, sondern ich betreibe nebenher noch einen Putzservice. Ein Putzservice, ja. Und Ihre Milena Svoboda ist hier nicht verzeichnet. Das heißt, sie muss sich die Meldeadresse wohl erschlichen haben. Wissen Sie was? Ich würde ganz gerne mal die Personalien Ihrer Zimmermädchen sehen. Selbstverständlich, Herr Kommissar. Es ist alles einwandfrei. Ja, ich find's ja auch komisch. Ja, alles klar. Bis nachher, ciao. Dem Zimmermädchen habe ich das Bild des Opfers gezeigt. Sie kennt sie nicht. Ja, ist klar. Michael, was Neues? Ja, er hat einen Anruf gekriegt von den Kollegen vom Labor. Die Tote hatte an den Handgelenken schwarze Schuhcreme. Schuhcreme. So geht man also zur Arbeit? Naja, ich bin eben nicht mehr dazu gekommen, meine Hände zu waschen. Du meinst dieser Typ? Ja, der hatte die ganzen Hände voll. Robert, ich bin's. Kleiner Auftrag, tu mir mal einen Gefallen, geh runter in die Kantine. Ich habe heute Mittag beim Essen ein Papiertaschentuch in den Mülleimer geschmissen. Und zwar der Mülleimer, der links vorne bei der Ausgabe steht. Das Taschentuch müsste so, ja, schwarz voller Schmiere sein. Nimm das mal raus und bring's ins Labor. Immer muss ich in den scheiß Mülltonnen rumwühlen. Und es ist doch sau peinlich in der Kantine. Kann das nicht der Neue machen? Alter, mach's einfach, tu mir den Gefallen, bitte. Ja, danke. Für mich ist eindeutig, dass dieser Hotelbetreiber lügt. Also ich würde ihn schon mal nicht Hotelbetreiber, sondern Zuhälter nennen. Ja, es könnte ja sein, dass das Opfer ihm angedroht hat, auszusteigen und auszupacken. Was eigentlich mit diesem Felix Teuchert? Naja,
Also ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass der jemanden umbringt. Du, Gerrit? Ja, das ist ziemlich eigentlich heute Morgen. Die Schmiere an seinen Fingern. Und das Ganze kurz nach der Tat. Ja, ich weiß, es wird schon passen. Aber trotzdem. Ist wahrscheinlich wieder dein Kumpel. Hier, dein Rotzlappen. Inklusive KTU-Bericht. Ja und? Volltreffer. Die Schuhcreme an der Leiche und das Zeug in Gerrits Popelfahne sind identisch.